Servus Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Schön, dass du auch heute wieder eingeschaltet hast. Heute bauen wir eine kleine Sparbüchse, die hat eine kleine Eigenheit, denn die kann sich später bewegen, wenn das Ding fertig ist. Und wir brauchen erstmal Holz und weil das ein Projekt ist, was man lange haben wird, habe ich mir überlegt, dass ich auch heute wieder richtig edles Holz benutzen werde. Ich habe hier unten in meinem kleinen Holzregal noch ein schönes Stück Walnuss. Und das ist echt ein großes Stück Walnuss. Ich möchte das Ganze an der Tischkreissäge größtenteils auftrennen und nur noch den letzten Schnitt eventuell mit der Wandsäge machen. Aber dafür brauchen wir zwei parallele Seiten und dazu am besten eine rechtwinklige Seite, was das hier nicht ist. Oder? Nee. Ich muss jetzt leider noch ein bisschen mehr auftrennen, als ich am Anfang gedacht habe. Aber naja, was bringt das schönste Holz, wenn man es niemals verarbeitet? Deswegen benutzen wir das jetzt. Ein fertiges Brett. Fast. Also diese Klettscheibe ist definitiv echt mal Feuerholz. Ich weiß, dadurch, dass der Teller so groß ist, hat man außen auch eine höhere Drehzahl. Man könnte weiter innen schleifen, dann würde man nicht so schnell Material abholen, aber das ist ja schon komplett schwarz. Deswegen werde ich jetzt mal eine neue Scheibe drauf machen. Geht ja auch einfach, ne? Das ist jetzt auch das erste Mal, dass ich hier die Klettscheibe wechsle. Dazu gibt es ja auch ein Bauvideo, als ich das Ding hier gebaut habe. Und ihr seht, das hier sind einzelne Schleifelemente. Das bedeutet, ihr könnt, egal wie groß eure Scheibe ist, könnt ihr euch hierzu einfach mit diesen einzelnen Teilen Schleifscheiben erstellen. Das Ding ist so cool. Ich habe das Ganze bei meinem Schleifteller so gelöst, dass ich hier diesen Tellerschleifer zum Formen benutze und den Kantenschleifer für so den finalen Schliff. Das bedeutet, Tellerschleifer ist immer relativ grobes Schleifpapier drauf. Das hier war jetzt 80er, 60er wäre auch noch voll okay. Und am Kantenschleifer mache ich es dann halt wiederum ja, schön smooth. Jetzt habe ich aber kein Rollenschleifpapier mehr. Ich habe hier nur noch diese großen Schleifscheiben. Das ist halt jetzt Körnung 100. Und deswegen, also ja, das macht dann halt jetzt eigentlich nicht mehr so viel Sinn, an beiden Maschinen so feine Körnungen zu besitzen. Ich werde diesen Tellerschleifer auch wieder genauso, wie er jetzt hier da steht, wieder bauen, denn das funktioniert einfach richtig gut. Ich habe nur beim Bau eine Kleinigkeit nicht so richtig beachtet. Und zwar, als ich hier diesen Teller vorne abgeschliffen habe, habe ich eine kleine Unebenheit ungefähr hier bei diesem Bereich stehen gelassen. Stört mich nicht so wirklich, ich schleife einfach links daneben oder rechts daneben, dann passt das. Jetzt kommt der Megatrick, denn ihr müsst das hier gar nicht mal so gut überall dran machen. Und jetzt ist uns eure Schleifscheibe schön plan hier drauf. Die ist hier ein kleines Stückchen zu groß, das stört nicht weiter, das trägt es selbst ab. Jetzt brauchen wir nur ein Stück Holz, was dann dazwischen kommt und das soll einen Kontrast zu dem Walnuss ergeben. Am liebsten hätte ich hier Weißbuche, das habe ich aber noch als Stamm nicht, deswegen konnte ich mir das noch nie auftrennen. Aber ich denke, Esche wird es in diesem Fall auch grandios tun. Grandios tun. Denn wenn man sich das hier jetzt so anschaut und sich das so nebenan mal liegt und man das später noch finisht, da ist schon ein Unterschied auf jeden Fall mal gegeben. Dieses Teil hier werden wir jetzt noch nicht ausschneiden, denn das hier müssen wir ja gleich wieder sägen.
Und hier oben kommt ja dann noch eine Schiebeklappe hin. Und damit ich mich dann hier nicht irgendwie verwurschteln tue und das einfach einfacher geht, wollte ich eigentlich aus diesem Stück Eiche dann noch oben den Deckel schneiden. Aber das hier kann ich nicht mehr hobeln, weil das zu kurz ist. Also ganz, ganz wichtig, hobeln niemals so kurze Dinge. Das sind dann wie so kleine Geschosse. Ich werde mein Sägeblatt jetzt für genau 2 Schnitte durch ein anderes austauschen. Denn ich will sowas wie eine Nut in mein Brett, also in dieses runde Teil reinschneiden. Und dafür brauche ich halt eben eine Nut. Das könnte man auch hier mit diesem Sägeblatt schneiden, aber weil das hier so ein kleines, feines, edles Projekt ist, will ich halt auch eben, dass diese Nut nicht schräg ist, weil ihr habt ja einen Wechselzahn, dadurch würdet ihr keine gerade Nut erzeugen. Oben diese Schiebeteile werden 14 mm dick, das habe ich mir an meiner Schieblehre eingestellt, das lege ich jetzt hier gegen den Zahn. Kann ich jetzt schön genau einstellen. Nicht wundern, das was ich jetzt machen werde, empfehle ich keinem von euch. Ich muss aber ein Stück Brett während dem Schnitt unterlegen, weil das Sägeblatt von meiner Kreissäge sich nicht versenken lässt. Da müsst ihr wirklich aufpassen, mir ist schon vor ein paar Wochen ein Stück so weggeflogen. Allerdings war das mal ein 45 Grad Schnitt und das ist eh ein bisschen spezial, ne? Also, wenn ihr euch da nicht wohl fühlt, dann macht es einfach nicht. Und so haben wir uns jetzt ganz einfach 2 perfekte Nuten hergestellt. Also die sind wirklich super geworden. Als nächstes können wir jetzt mal hier ein paar Teile vorbereiten, damit wir hier mal vorankommen. Jetzt markieren wir uns hier erstmal die äußere Rundung hier von unserem Teil. Und dann müssen wir hier von 14 abschneiden, damit die Rundung immer noch passt. Dieses Teil hier ist genau 14,5 breit. Das muss hier gleich versatzlos dann dazwischen passen. Ich habe jetzt auch noch aus einem Stück Walnuss ein Mittelstück zugeschnitten. Das habe ich auch zusammen mit dem Stück Esche hier gehobelt, damit das auf der genau gleichen Höhe ist. Und das werde ich hier einleimen. Da muss ich jetzt die Jute aufpassen. Das lasse ich jetzt erstmal kurz trocknen. Ich habe jetzt hier so was wie eine kleine Konstruktion gebastelt, damit ich dieses Teil jetzt auch noch gleich festleimen kann. Ich werde hier vorher noch so ein bisschen den Grat entfernen, damit ich da keine Franseln verleime. Hier ist es jetzt eigentlich am wichtigsten, dass wir hier vorne bündig abschließen. Geil. Richtig geile Sache. Zu dieser Nut hier brauchen wir ein kleines Eschenbrettchen mit einer Falz. Und damit ich die richtige Höhe einstellen kann,
hole ich mir einfach hier dieses Holz direkt und lege es neben den Fräserkopf. Die Leiste haben wir gerade hergestellt und natürlich hat das beim ersten Mal schon perfekt gepasst. Nicht. Ich habe jetzt einiges noch mit dem Handhobel dann nachgehobelt, gerade hier die Flanken, und habe jetzt auch noch alle Seiten einmal schnell mit dem Kantenschleifer geschliffen, damit die auch schön glatt sind. Ganz wichtig, schaut, dass ihr diese Kanten hier brecht, weil sonst könnt ihr euch da schnell Splitter reinjodeln. Hier oben dieses Teil ist auch derzeit nur gespannt. Das ist auch relativ bündig, das werde ich später dann noch planschleifen. Aber das schaut richtig gut aus. Was halt jetzt natürlich ganz, ganz wichtig ist, wenn wir es jetzt gleich verleimen, dass die Teile hier oben bündig abschließen, damit wir das hier auch später nochmal reinbekommen. Und aus dem Grund werde ich dieses Ding jetzt genau in der Mitte teilen, damit wir das hier quasi so als Ausrichtspunkt benutzen können. Ich mache es noch einmal auf, damit ihr es auch von innen gesehen habt. So schaut es von innen aus. Und hier kommt jetzt erstmal Holz oben drauf. Ich habe gerade was ausprobiert und das hat leider nicht funktioniert. Und zwar lag das an meinem Drucker. Hier seht ihr, dass ich es hier drauf gedruckt habe. Das ist auch extra spiegelverkehrt. Und wenn das jetzt kein Laserdrucker wäre, den ich jetzt benutzt habe, sondern ein Farbdrucker, dann kann man das hier draufbringen und damit Verdünnung die Farbe lösen, sodass dann die Farbe auf dem Holz ist. Das geht, wie gesagt, leider nur mit dem Farbdrucker. Mit dem Laserdrucker geht es nicht. Ich habe mir aber was anderes Cooles ausgedacht und das werde ich euch gleich zeigen. Aber als erstes schleifen wir jetzt mal hier dieses komplette Teil. Ich habe mir jetzt hier an der Standbohrmaschine so einen kleinen Anschlag gemacht. Dagegen kann ich hier mein Brettchen schieben und da müssen wir jetzt eine Längsnut nämlich reinmachen, damit wir später auch Geld reinwerfen können. Spezial. Wir brauchen Flutschi. Silikonspray. So, das kann da jetzt erstmal durchlaufen. Warten wir mal kurz. Ich habe jetzt hier die Stelle markiert, wo das Ganze hin soll. Und da werde ich jetzt einfach einmal fest aufs Holz durchs Papier drücken. Und dann werde ich es gleich auf dem Holz nochmal nachziehen. Das kann man jetzt hier eigentlich sogar ganz gut tatsächlich erkennen. So, und jetzt würde ich sagen, probieren wir die überstudieren, bevor ich da jetzt rum denke. Jetzt füllen wir diese Lücken nämlich mit Pigmenten aus. Das sieht irgendwie doof aus. Jetzt mal eine Line ziehen, ne?
Vielleicht arbeiten ja ein paar von euch öfters mit solchen Pigmenten. Die ich da gekauft habe, die waren übelst teuer. Ich glaube, da hat einzupacken 10 Euro gekostet. Also vielleicht könnt ihr mir ja mal schreiben, was ihr für Pigmente benutzt. Aber die da waren echt extrem teuer. Als nächstes brauchen wir einfach Sekundenkleber und den tropfen wir jetzt da rein. Und da gibt es jetzt noch solchen Aktivator. Das wird richtig heiß, ne? Mit dem aktiviert man quasi den Sekundenkleber und dann trocknet der ein bisschen schneller. Boah, brennt das dauer. Alter, Alter. So. Dann lassen wir erst den trocknen. Ich schleife jetzt hier links das alles mal ab. Das ist schon richtig hart. Bei dem rechten hier werde ich noch kurz warten, denn da kann man mit dem Fingernagel noch so ein bisschen reindrücken. Aber hier links ist es als hart genug. So sieht die Schrift jetzt aus. Da werde ich jetzt noch ein paar Mal mit Sekundenkleber drüber gehen, damit die ganzen Feinporen auch noch zu sind. So, nach der zweiten Schicht seht ihr jetzt schon, dass das schon viel cooler aussieht. Auch hier rechts sieht das jetzt schon ein bisschen besser aus. Da muss ich, denke ich, noch einmal ein bisschen Sekundenkleber reingeben. Und am besten wartet ihr, habe ich gemerkt, kurz mit dem Aktivator. Dann trocknet ihr ein bisschen entspannter und es fängt nicht gefühlt an gleich zu brennen. Jetzt kommt wie immer der beste Teil. Ich finische das Ganze wieder mit meinem eigenen Finish. Nicht wundern, da sind einfach mega viele Drechselspäne drin. Normalerweise sieht das nicht so aus. Das Ganze verlinke ich euch wie immer unten in der Videobeschreibung. Da findet ihr meinen Shop. Gut, hier haben wir Slotty, deutsche Mark, Streichhölzer von vor 40 Jahren. Das soll es auf jeden Fall mit dem Video für heute gewesen sein. Mir gefällt diese Sparkassette hier richtig gut. Wer jetzt dieses You and Me noch nicht so ganz verstanden habt, wenn ihr einen Freund oder Freundin habt, dann könnt ihr hier einfach gegenseitig sparen und dann seht ihr, wer mehr spart. Das ist der Sinn der Sache. Ich habe jetzt einfach mal so Kohle reingeschmissen. Auch war es mal schön, wirklich Holz zu benutzen, was sich gegeneinander so ein bisschen unterscheidet in der Holzfarbe her. Und ich finde, ist hier das Walnuss ein richtig schöner Gegensatz im Vergleich zu der Eche. Hat auch alles richtig gut funktioniert. Der Bau hat echt gar nicht so lange gedauert. Ich hätte gedacht, das dauert länger, aber wenn ihr einen Tag dran arbeitet, seid ihr eigentlich abends dann fertig. Auch gefällt mir hier wieder das Finish gut, weil es halt auch einfach war. Ich habe mir jetzt auch während dem Bau zum Beispiel hier in die Finger geschnitten und wenn ich dann Leinöl benutze, was mit Terpentin verdünnt ist, damit es halt einfach dünner ist, dann habe ich da kein Terpentin hier jetzt in meiner Wunde oder halt einfach nur am Pflaster. Das gefällt mir halt einfach auch ganz gut. Schön, dass du bis jetzt am Video dran geblieben bist. Vielleicht baust du ja hier dieses Projekt nach. Also das wäre auch definitiv ein gutes Geschenk für den Partner. Und dann sieht man halt einfach auch mal, wer ein bisschen mehr Kleingeld hier in die Kleingeldkasse reinschmeißt. Und bis zum nächsten Video sage ich mal ciao.